tritt Dieter Bohlen nach mehreren gescheiterten Ehen erneut vor den Traualtar? Der Pop-Titan hat derzeit keinen Grund, sich zu beschweren. Nachdem er eine riesige Tournee für das kommende Jahr angekündigt hat, durfte er seinen geliebten Chefjurorsessel der Jury von Deutschland sucht den Superstar wieder in Anspruch nehmen. Und mit Bohlen zurück bei DSDS steigen auch die Quoten der Castingsendung und geben Hoffnung auf eine neue Staffel. Privat läuft es bei dem einstigen Modern Talking Star schon seit langem ziemlich gut. Ganze 17 Jahre ist Bohlen bereits mit seiner Partnerin Carina liiert. Zusammen ziehen die beiden zwei Kinder groß. Vor den Traualtar traten sie allerdings bisher noch nicht. Ob er jemals nochmal Ja sagen wird? Dazu erklärte Bohlen im Gespräch mit RTL-Star Frauke Ludowig: Das kommt vielleicht auch irgendwann. Sachen, die im Gleichgewicht sind und die völlig funktionieren, warum muss man daran dann irgendwas ändern? Dass sich die beiden Partner perfekt ergänzen, bestätigte auch Carina noch einmal im Interview. Wir ergänzen uns in allem. Er ist zu Hause der ruhige Part, der ausgleichende und der schlichtende Part. Ich bin da eher der südländische emotionale Part.